Ja, sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Siebenkotten, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hätten jetzt alle gerne hier die Kanzlerin gesehen. Und ich glaube, Sie verstehen aber alle, dass nach diesem Wochenende, dass heute ein Tag ist, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass die politischen Kräfte unseres Landes über die Grenzen einzelner Fraktionen hinweg gut informiert und einen gemeinsamen Weg gehen, damit das, was uns allen am Herzen liegt und was Sie eben in Ihrer Rede auch angedeutet haben, wir in Europa eine Lösung finden für die Herausforderungen, die die Situation in Griechenland uns momentan stellt. Natürlich ist man versucht, nicht nur darüber, sondern eigentlich nach einem Wochenende, was auch im Bereich des Terrorismus und anderem uns so viele Aufgaben gestellt hat, darüber einige Worte zu verlieren. Aber der Deutsche Verbrauchertag ist eine Institution, die nur alle 2 Jahre tagt. Und deshalb will ich mich von den tagesaktuellen Dingen gerne lösen und daran anschließen, was Herr Müller eben getan hat, nämlich den Blick auf die Zukunft wenden, was sich für uns Verbraucherinnen und Verbraucher in den nächsten Jahren ändern wird und welche Herausforderungen, welche Chancen und welche Risiken darin liegen. Und deshalb möchte ich mich auch gleich zu Beginn ganz herzlich bei Ihnen beiden und bei allen, die diesen Verbraucherschutztag möglich gemacht haben, bedanken. Ich war heute schon auf einer Veranstaltung meiner Partei, da ist die 70 Jahre alt geworden. Das findet Herr Kälber jetzt für die SPD noch ein relativ kükenhaftes Alter. Aber den Verbrauchertag, den gibt es ja erst seit 2007. Es ist also eine sehr, sehr junge Tradition und gleichzeitig eine sehr, sehr wichtige. Er rückt nämlich die Verbraucherthemen in das Zentrum des bundespolitischen Interesses und er ist für alle Teile unserer Gesellschaft wichtig. Er ist wichtig für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie aufmerksam werden, auch auf die Situation, in der sie sich befinden. Gerade die neuen Veränderungen führen ja immer wieder dazu, dass einzelne Verbraucher gar nicht mitbekommen, welchen Risiken sie sich aussetzen, zum Beispiel an den Finanzmärkten oder bei Online-Geschäften. Das heißt, der Aufklärung, der Sensibilisierung kommt eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Es ist aber auch wichtig für die deutsche Wirtschaft, denn sie muss hören und wissen, was die Kundenansprüche von morgen sind, um sich darauf einzustellen. Und es ist nicht zuletzt auch ein wichtiger Tag für die Politik. Denn auch wir müssen wissen, was, und da haben Sie ja auch einige Studien und Umfragen erwähnt, die Sie selber durchgeführt haben. Das ist ein wichtiger Transmissionsriemen für uns als Politik, zu erfahren, wo der Schuh drückt, wo Probleme existieren und wo wir in den nächsten Jahren auch gesetzgeberisch Einfluss ausüben müssen. Und deshalb will ich auch Resümee ziehen, denn beim letzten Mal im Jahr 2013 war ja die Bundeskanzlerin hier bei Ihnen und sie hat zum Beispiel dort das Thema der Mietpreissteigerung bei Neuvermietungen angesprochen. Und heute können wir hier Vollzug melden. Am 1. Juni ist das Gesetz zur Mietpreisbremse in Kraft getreten. Es führt dazu, dass in Zukunft in Gebieten, wo die Bundesländer eine angespannte Wohnsituation identifiziert haben, neue Regeln gelten, die einen beliebigen Mietpreisanstieg verhindern. Und ich glaube, das ist im Follow-up auch zu Ihrem letzten Verbrauchertag eine sehr, sehr gute Nachricht. Das heißt, wenn Sie sich hier treffen, das verhallt nicht, sondern das wird in Gesetzgebung umgesetzt. Das Gesetz hat auch noch einige weitere Aspekte. Ich glaube, wir haben ja zum Beispiel auch geregelt, dass jetzt das Bestellerprinzip bei den Maklergebühren gilt. Das ist, glaube ich, auch etwas, was vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern am Herzen liegt. Und wir haben, das war ein bisschen kritischer, die Neubauten ausgeschlossen, was unserer festen Überzeugung nach aber dazu dient, dass auch in Zukunft die Schaffung weiteren Wohnraumangebots weiter angereizt bleibt. Und letzten Endes das Wichtigste für die Menschen in unserem Land, dass es ein breites Wohnraumangebot gibt, das ist auf lange Sicht die beste Preisregulierung. Ein zweites Beispiel will ich nennen, denn auch vor 2 Jahren
hat diesen Verbrauchertag das Thema der Finanzanlagen stark beschäftigt. Große Ereignisse waren geschehen, wo viele Kleinanleger mit relativ überzogenen Versprechungen am Ende dann in einer Situation gelandet sind, wo sie Geld verloren haben. Geld, das sie teilweise fest für die eigene Alterssicherung eingeplant hatten. Wir haben mit dem Kleinanlegerschutzgesetz, glaube ich, ein weiteres Gesetz auf den Weg gebracht, was für sehr viel mehr Transparenz als Entscheidungsgrundlage beiträgt und dafür sorgt, dass man nicht erst in den grauen Markt investiert und dann das Grauen spürt, wenn das Geld eben weg ist, was man so sicher braucht. Wir haben auch die Kompetenzen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ausgeweitet. Eine sehr grundsätzliche Frage, denn hier haben wir nicht nur die Stabilität von Finanzinstituten im Blick, sondern zukünftig kommt auch dem kollektiven Verbraucherschutz als eigenständigem Aufsichtsziel der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine wichtige Funktion zu. Das heißt, sie schreitet in Zukunft nicht nur dann ein, wenn dem Finanzinstitut Schaden droht, sondern sie schreitet ein, wenn den Anlegern ein unverhältnismäßiger Schaden droht. Das halte ich für eine wichtige Entscheidung. Wenn Sie sich unsere Konsumwelt anschauen, dann wird sie in der Tat wie vieles immer komplexer. Und deshalb ist die Frage, was passiert auf den Märkten, wo gibt es neue Chancen, wo gibt es neue Risiken, ist eine wichtige, die uns auch beschäftigt. Deshalb haben wir den Verbraucherzentrale Bundesverband und spezialisierten Verbraucherzentralen auch beauftragt mit einer Marktwächterfunktion. Auch so eine Art Machtwächter, kann man beides stehen lassen. Zum einen im Bereich der Finanzmärkte, darüber habe ich gerade gesprochen, aber zum anderen auch für die digitale Welt. Das ist heute das Thema Ihrer Konferenz und auch darauf will ich eingehen. Marktwächter zu sein heißt, dass man ein Auge darauf hält, welche strukturellen Fehlentwicklungen oder Missstände es in einem System gibt. Und indem man Betrugsversuche aufdeckt, systematische Irreführung auch entsprechend deutlich macht, können wir schneller darauf reagieren und die Verbraucher schützen. Deshalb ist das aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, den wir gegangen sind. Nun zur Sharing Economy. Teilen, haben, teilhaben. Verbraucher in der Sharing Economy, so heißt heute der Titel Ihrer Veranstaltung. Das Teilen ist eine uralte Geschichte. Und ich glaube, jeder erinnert sich noch, zumindest ich tue das, an seine Kinderzeiten, an der man sich an der Frage aufgerieben hat, warum es eigentlich heißt, dass man seinem Nachbarn Eier leiht, weil eigentlich leiht man sie ihm ja gar nicht. Er bringt ja ganz andere wieder zurück, hoffentlich, als die, die er sich geliehen hat. Aber die Sharing Economy heißt heute viel mehr. Denn die Digitalisierung als Treiber dieser neuen Ökonomie sorgt dafür, dass die Organisation eben viel komplexer und trotzdem für den Verbraucher einfacher sein kann als das klassische Tauschgeschäft zwischen Nachbarn und Freunden. Dadurch wird sie ein ganzes Stück anonymer und in einem digitalen Kontext auf einer Plattform wird versucht, die Verteilungsgerechtigkeit zu organisieren zwischen all denen, die eben an diesem Teilungsvorgang teilhaben. Auch das muss transparent bleiben. Das bekannteste, eben von Ihnen angesprochen, das Carsharing, ist ein schnell wachsender Markt. Zu Jahresbeginn 2015 waren bereits über 1 Million Kunden registriert und mehr als 15.000 Fahrzeuge werden sich geteilt. Derzeit beraten wir in der Bundesregierung einen Gesetzentwurf, mit dem wir den Straßenverkehrsbehörden vor Ort ermöglichen wollen, separate Parkflächen für Carsharing-Fahrzeuge auszuweisen. Außerdem wollen wir die zuständigen Verwaltungen der Länder ermächtigen, Carsharing-Fahrzeuge von Parkgebühren befreien zu können. Beides funktioniert in Berlin in der Eigenregie des Landes schon ganz gut. Die bundespolitische Grundlage schaffen wir jetzt. Aber auch da stellt sich ja die immerwährende Frage, auch der Dialog zwischen Verbraucherschützern und Politik auf Veranstaltungen wie heute dient. Wo soll der Staat eingreifen? Wo muss er es?
und wo sollte er sich tunlich raushalten? Nutzen und Risiken sind auch gerade in der Sharing Economy zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir wollen neue Tausch- und Teilgeschäfte ermöglichen, gleichzeitig aber an bewährten Sicherheitsstandards teilhaben. Und deshalb ist es interessant, dass gerade eines der erfolgreichsten und vielversprechendsten Modelle eben das Teilen von Automobilen ist, wo der Zusammenhalt und zur Relevanz von Sicherheitsfragen so offenkundig ist. Deshalb werden wir auch das weitere Fortkommen dieser neuen Ökonomie stark berücksichtigen und anschauen. Werden sich Qualitäts- oder Sicherheitsmängel zeigen? Was ist, wenn der Erwerber oder Nutzer rechtlich schlechter gestellt wird als beim herkömmlichen Konsum? Denken Sie dabei zum Beispiel an Versicherungsfragen oder den Gesundheitsschutz. Der Grundsatz bleibt, dass jeder frei seine Wahl selber treffen soll, was er konsumiert. Es gilt für uns das Leitbild eines mündigen Verbrauchers, der nicht staatlich bevormundet werden soll. Eingreifen soll der Staat nur dann und auch wirklich nur dann, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich nicht selber schützen können. Und der Eingriff sollte sich dann nach Möglichkeit auch auf die Schaffung von Transparenz und nicht auf Gebote oder Verbote beziehen. Die Digitalisierung ist aber auch noch mehr als Shared Economy. Wir stellen zum Beispiel durch die Digitalisierung fest, dass einer der wesentlichen Veränderungsprozesse ist, das sehen wir bei der Initiative der Bundesregierung Industrie 4.0, dass wir Verbraucher selber uns immer individuellere Produkte wünschen. Und digitale Produktionsprozesse führen dazu, dass immer individueller auf den Einzelnen zugeschnittene Produktionsprozesse auch kostengünstig möglich werden. Es schließt sich sozusagen der Kreis, der entstanden ist von der Handarbeit des Mittelalters über die Industrialisierung, jetzt hin zu einer industrialisierten Produktion, die wiederum individuelle Güter herstellt. Aber wie ist das mit meinem Widerrufsrecht und wie ist das mit meinem Rückgaberecht, wenn auf dem Produkt dann einmal mein Name steht? Das heißt, diese zunehmende Individualisierung drängt auch herkömmliche Rechte, die wir im digitalen Alltag so bisher selten gehabt haben, zurück und neue entstehen. Eine der zentralen Fragen, die uns alle vielleicht dann aber weniger als Verbraucher, dann aber doch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trifft, ist die Frage, wie sich die Arbeitswelt durch diesen Anspruch auf des Verbrauchers, Produkte schnell und individuell zu bekommen, wiederum bezieht. Die Arbeitswelt, gerade im Bereich der Dienstleistungen, wird in den kommenden Jahren auch stark geprägt sein von einem Auseinanderklaffen von Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsstätte. Wie sich dann Mitbestimmung und andere Werte, die auch in unserem Alltagsleben eine wichtige Rolle spielen, welche soziale Sicherheit wir haben, welche Ansprüche auf Mitbestimmung, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Und deshalb hat die Bundesregierung auch hier mit einem Grünbuchprozess begonnen, sich diesen Fragen zu stellen. Sie haben schon angesprochen, die Novelle des Unterlassungsklagegesetzes. Die Bundesregierung hat ihn schon auf den Weg gebracht. Er ist derzeit im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, wir hoffen, dass wir ihn dann auch bald, und das ist ja auch die Aufgabe des Staatssekretärs, ist möglichst unbeschadet durchs parlamentarische Verfahren zu bringen, dass wir es bald dann auch im Gesetzblatt wiederfinden. Und eben das Ziel, dass zukünftig Verbraucherschutzverbände sowohl durch Unterlassungsklagen als auch durch Abmahnungen dafür sorgen können, dass der Umgang mit datenschutzrechtlichen Verstößen systematisch geahndet wird und wir damit dem Datenschutzrecht, das wir in Deutschland haben, auch mehr zur Geltung verhelfen, ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt. Auch Sie haben an der Stelle, ich glaube, das bietet sich an, den Schwung rüber nach Europa gefunden. Wenn man sich die Digitalisierung anschaut, dann merken wir, dass die Chancen, etwas national zu regeln, uns an der Stelle sehr, sehr stark begrenzt sind.
Die Digitalisierung ist ein weltweites Phänomen. Sie kennt keine Grenzen. Und wer immer anfangen möchte, innerhalb des World Wide Web wiederum nationale Grenzen einzuführen, der führt es am Ende selbst ad absurdum. Und so ist unsere Aufgabe sehr, sehr groß, mindestens mal im europäischen Kontext zu einheitlichen Rahmenbedingungen zu kommen. Und das ist übrigens ein Interesse, und das kann man, glaube ich, vielleicht gerade auch an Tagen wie diesem gut sagen. Es ist nicht nur ein Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass wir uns europäisch auf Standards einigen, weil sie dann europaweit besser geschützt sind, sondern es ist in gleichem Umfang auch ein europäisches Interesse der Wirtschaft, dass sie diesen gemeinsamen europäischen Markt mit neuen Produkten auch einheitlich erschließen kann. Das ist einer unserer zentralen Wettbewerbsfaktoren, wenn wir uns im Wettbewerb sehen, etwa gegenüber dem amerikanischen oder dem asiatischen Kontinent. Und deshalb können Wirtschaft und Verbraucher hier in gleichem Maße auf Europa schauen und die Forderung nach einem einheitlichen digitalen Binnenmarkt erheben. Und ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, ist der uns denn eigentlich was wert und brauchen wir ihn, dann ist jedes Gespräch mit jungen Unternehmen, die versuchen, in diesem Europa und eben nicht in den USA ein neues und digitales Unternehmen aufzubauen, einer der eindrücklichsten Schilderungen, wie wichtig dieser europäische Binnenmarkt ist, weshalb wir ihn schützen und erhalten wollen. Die Innen- und Justizminister haben sich auf europäischer Ebene jetzt in den Grundzügen auf eine neue Datenschutzgrundverordnung geeinigt. Das war ein langer, ein schwerwiegender Prozess. Aber ich glaube, die Leitschnur dieser neuen Datenschutzgrundverordnung ist richtig. Sie zeigt uns auf der einen Seite den Weg auf, dass wir die hohen Schutzstandards, die wir heute in Europa haben, in der gleichen Höhe mindestens erhalten wollen. Sie zeigt uns auf der zweiten Seite, dass wir die Transparenz für den Einzelnen erhöhen wollen, da, wo es um neue Modelle geht, im Kontext von Big Data. Und es hat als drittes die Leitschnur, wirtschaftlich auch in Europa zu ermöglichen, was heute im Wesentlichen nur in den USA stattfindet. Das Ziel für alle Datendienstleistungen, auch das Marktortprinzip in Europa vorzuschreiben, ist sehr, sehr wichtig. Denn wir Verbraucherinnen und Verbraucher wollen nicht nur, dass unsere Daten geschützt werden, sondern dass auch die Wertschöpfung und damit die Einzahlung an Steuern, an Sozialabgaben für digitale Dienstleistungen in Europa stattfindet und nicht außerhalb. Deshalb werden wir jetzt den Trilog, der zwischen Europäischem Rat, Europäischem Parlament und der Europäischen Kommission dazu beginnen wird, intensiv begleiten. Wir werden auch in dem Kontext das hohe Schutzniveau, was wir haben, verteidigen, weil ich auch glaube, und das zeigen auch die vielen Datenlecks der unterschiedlichsten Art der letzten Wochen und Monaten, die anwesenden Bundestagsabgeordneten sind ja im öffentlichen Kontext genauso betroffen wie vielleicht der Kunde der einen oder anderen Spielkonsole. Die Zahl der großen Datenskandale nimmt in den letzten Jahren rapide zu. Und die Zahl der Skandale, von denen wir nichts hören, weil sie vielleicht der Betroffene noch nicht mal entdeckt hat, sind die, die uns noch die allergrößten Sorgen machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem Bereich nicht nachlassen, sondern eben deutlich machen, dass wir ein hohes Schutzniveau für unsere Daten, sowohl im Sinne der IT-Sicherheit als auch im Sinne des Datenschutzes in Europa haben, nicht nur ein Bremser für die Wirtschaft, sondern es ist geradezu ein Marktortvorteil, wenn wir es schaffen, hohe Standards an Datensicherheit auf unserem Kontinent einheitlich durchzusetzen. Und wer weiß, dass beim Datenschutz wie bei der Internetdatensicherheit immer das schwächste Glied das ist, was angegriffen ist und das Entscheidende ist, ob wir Datenschutz durchsetzen oder nicht, der weiß, dass wir dazu eine europäische Lösung brauchen. Und auf diesem Weg befinden wir uns. Sie haben auch angesprochen das transatlantische Handels- und Investitionsbündnis. Das ist eine der großen Herausforderungen. Und ich finde es gut und ich danke dafür, dass Sie sagen,
Wir stellen uns nicht dagegen, sondern wir stellen Bedingungen. Genau das ist der richtige Angang und das tut auch die Bundesregierung. Wenn man sich anschaut, wie viel Freihandelsabkommen es auf der Welt schon gibt, dann mag es verwundern, dass wir gerade quasi in Europa über das 31. so stark streiten wie vorher über keins. Wenn wir aber wissen, dass wir hier über ein Drittel des gesamten Welthandels reden, dann wird schon eher deutlich, dass es sich hier um eine wahnsinnige Herausforderung handelt. Und die müssen wir gut bestehen, denn sowohl der Verbraucher will nicht von Schutzzöllen, auch die deutsche Wirtschaft nicht von plötzlichen Standardwechseln im Export behindert werden. Und genauso wollen wir unsere Umweltstandards erhalten, unsere Sozialstandards. Und beides ist mit diesem transatlantischen Bündnis möglich. Wir haben, und das will ich zum Schluss noch sagen, die Themen des Verbraucherschutzes auch als wichtigen Punkt auf dem G7-Gipfel in Elmau behandelt. Der G7-Prozess, wo die großen und führenden Wirtschaftsnationen der Welt zusammenkommen, ist einer der wichtigen Trendsetter auch für das, was wir in Zukunft international verankern wollen. Und neben anderen Themen, die vielleicht aufgrund der Aktualität auch da etwas prominenter zutage getreten sind, haben wir aber intensiv über Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards gesprochen. Und wir haben den Blick geworfen auf die globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten. Der G7 hat weitreichende Beschlüsse zur Transparenz in diesem Bereich gefasst. Und das Ziel ist es, dass wir da auch in den kommenden Jahren deutlich noch größere Erfolge erzielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man spürt, wenn man über Globalisierung redet und wenn man über Digitalisierung redet, dann reden wir am Ende immer über Chance und Risiko. Aber das, was uns dabei leiten sollte, ist, dass Sie als die Verbraucherschutzinitiativen und Verbände in Deutschland, wir als Bundesregierung und Parlament gemeinsam in den Strukturen, und dafür haben wir, glaube ich, gute Grundlagen gelegt, stets daran arbeiten, dass wir die Risiken gut im Griff behalten. Weil wenn wir das gemeinsam schaffen, dann kann das Signal an die Bürgerinnen und Bürger und an die Verbraucher sein, dass sie sich auf die Veränderungen, die mit Globalisierung und Digitalisierung einhergehen, für ihre persönliche Zukunft freuen können. Und das wollen wir erreichen. Herzlichen Dank.